für eines von den beiden und sorgt dafür, dass es eine Zweidrittelmehrheit kriegt. Wir brauchen das als Partei. Danke. So, mein Name ist Matthias Zehe, ich bin Kassenprüfer der Bundespartei und ich bitte, alle Anträge abzulehnen. Warum? Wir haben im Augenblick in der Satzung Folgendes stehen. In Satzung 15.2 steht, über die Verteilung der staatlichen Mittel entscheidet der Bundesvorstand. Dabei wird er die Beschlussempfehlung des Finanzrates berücksichtigen. Das eigentliche Problem ist, dass das bis jetzt nie gemacht wurde, weil die Landesverbände immer behauptet haben, dass das Geld, das bei ihnen einbezahlt wurde, von ihren Bundesländern, dass das ihnen zusteht. Und das ist falsch. Denn es ist eine reine Verteilung nach den Ergebnissen, nach den Stimmen der Wahlen von Landtagen. Die Gesamtsumme der Finanzierung wird aber berechnet, die Landtage, die Europawahl und die Bundestagwahl. Das heißt, Länder, die noch nicht an der Wahl teilgenommen haben, müssen eben auch an der Parteienfinanzierung teilnehmen können und müssen auch berücksichtigt werden. Und das eigentliche Problem ist, dass der Finanzrat sich einfach zusammensetzen muss und die gesamte Summe, die ihm zusteht, nach irgendeinem Schlüssel jedes Mal nach der Situation verteilen muss. Das heißt, in einem Land wie zum Beispiel Niedersachsen, in dem dieses Jahr eine Landtagswahl ist und eine Bundestagswahl, die müssen einfach mehr Geld bekommen. Und das muss jedes Mal individuell, muss man das vorsehen und nicht mit einer starren Regelung, wie das jetzt hier vorgesehen wird, konterkarieren. Das Land Niedersachsen hat in der letzten Vorstandssitzung beantragt, dass ihnen ihr Bundesanteil von den Mitgliedsbeiträgen gestundet wird. Das ist alles ein Unsinn. Wir haben eine klare Regelung. Der Finanzrat soll über die gesamte Summe, die die Partei bekommt, entscheiden bzw. Vorschläge machen und dann dem Bundesvorstand zur Entscheidung vorlegen. Und das wird jedes Jahr neu gemacht und jedes Mal muss die aktuelle Situation berücksichtigt werden. Und ich möchte nicht, dass wie letztes Jahr die Diskussion losgeht oder wie es jetzt auch wieder schon anfing, dass der Bund pleite ist. Nein, der Bund ist nicht pleite und er wird auch nicht pleite gehen, weil er nach der jetzigen Satzung das gesamte Geld letztendlich entscheidet. Und das ist völlig unmöglich, dass er dann pleite gehen kann und damit Ende dieser Diskussion über die Pleite. Wir sind eine Partei, eine starke Partei. Mein Name ist Kevin Fleischer, ich bin auch im Finanzrat. Ich bin für Sachsen im Finanzrat, deshalb, wie schon erwähnt, bin ich für den Antrag 18 und ich möchte das auch begründen. Der Antrag, den wir im Finanzrat erstellt haben, hat doch eklatante Mängel, die sind uns aber leider erst in Folge aufgefallen und nicht während der Versammlung. Leider war es dann schon zu spät, man hat sich dann festgelegt, das doch durchziehen zu wollen. Und zwar wurde hier gesagt, dass der Antrag 16 ein Solidarausgleich ist. Das ist erstmal falsch. Es ist ein Incentive-System, was Landesverbänden, die schon viel Geld einwerben, noch mehr Geld zuspricht. Es ist nicht gedacht, armen Landesverbänden Geld zu überlassen, sondern es wird halt einfach unter den Erfolgreichen das Geld verteilt. Es ist sogar ein Teil dabei, der komplett widersinnig macht und eigentlich diesen kompletten Antrag ein No-Go macht. Und zwar gibt es Landesverbände, die jetzt aktuell ähnlich viele Eigenmittel haben wie Parteienfinanzierung. Nach dem aktuellen System müssten, wenn wir zum Beispiel unser Stimmgewicht verdoppeln, weil wir bei der letzten Landtagswahl, sagen wir mal, nur 2% hatten. Es gibt einige Landesverbände, bei denen war das so. Und wir jetzt auf 4% kommen. Dann müssten wir, um weiterhin Empfänger zu bleiben, auch unsere Spendeneinnahmen verdoppeln, was in einigen Landesverbänden, das kann ich zum Beispiel in Sachsen ausschließen, einfach nicht möglich ist, vor allem nicht in der Nachwahlzeit. Das heißt, ein positives Ergebnis bei einer Landtagswahl wird mit Verlust von Parteienfinanzierung bestraft. Das ist in diesem System drin. Das ist eigentlich an sich schon ein No-Go. Weiterhin gibt es den Fehler, dass Gelder in einen Topf eingezahlt werden. So, mein Name ist Matthias Zehe, ich bin Kassenprüfer der Bundespartei und ich bitte, alle Anträge abzulehnen. Warum? Wir haben im Augenblick in der Satzung Folgendes stehen. In Satzung 15.2 steht, über die Verteilung der staatlichen Mittel entscheidet der Bundesvorstand. Dabei wird er die Beschlussempfehlung des Finanzrates berücksichtigen.
Das eigentliche Problem ist, dass das bis jetzt nie gemacht wurde, weil die Landesverbände immer behauptet haben, dass das Geld, das bei ihnen einbezahlt wurde, von ihren Bundesländern, dass das ihnen zusteht. Und das ist falsch. Denn es ist eine reine Verteilung nach den Ergebnissen, nach den Stimmen der Wahlen von Landtagen. Die Gesamtsumme der Finanzierung wird aber berechnet, die Landtage, die Europawahl und die Bundestagwahl. Das heißt, Länder, die noch nicht an der Wahl teilgenommen haben, müssen eben auch an der Parteienfinanzierung teilnehmen können und müssen auch berücksichtigt werden. Und das eigentliche Problem ist, dass der Finanzrat sich einfach zusammensetzen muss und die gesamte Summe, die ihm zusteht, nach irgendeinem Schlüssel jedes Mal nach der Situation verteilen muss. Das heißt, in einem Land wie zum Beispiel in Niedersachsen, in dem dieses Jahr eine Landtagswahl ist und eine Bundestagswahl, die müssen einfach mehr Geld bekommen. Und das muss jedes Mal individuell, muss man das vorsehen und nicht mit einer starren Regelung, wie das jetzt hier vorgesehen wird, konterkarieren. Das Land Niedersachsen hat in der letzten Vorstandssitzung beantragt, dass ihnen ihr Bundesanteil von den Mitgliedsbeiträgen gestundet wird. Das ist alles ein Unsinn. Wir haben eine klare Regelung. Der Finanzrat soll über die gesamte Summe, die die Partei bekommt, entscheiden bzw. Vorschläge machen und dann dem Bundesvorstand zur Entscheidung vorlegen. Und das wird jedes Jahr neu gemacht und jedes Mal muss die aktuelle Situation berücksichtigt werden. Und ich möchte nicht, dass wie letztes Jahr die Diskussion losgeht oder wie es jetzt auch wieder schon anfing, dass der Bund pleite ist. Nein, der Bund ist nicht pleite und er wird auch nicht pleite gehen, weil er nach der jetzigen Satzung das gesamte Geld letztendlich entscheidet. Und das ist völlig unmöglich, dass er dann pleite gehen kann und damit Ende dieser Diskussion über die Pleite. Wir sind eine Partei, eine starke Partei. Mein Name ist Kevin Fleischer, ich bin auch im Finanzrat. Ich bin für Sachsen im Finanzrat, deshalb, wie schon erwähnt, bin ich für den Antrag 18 und ich möchte das auch begründen. Der Antrag, den wir im Finanzrat erstellt haben, hat doch eklatante Mängel, die sind uns aber leider erst in Folge aufgefallen und nicht während der Versammlung. Leider war es dann schon zu spät, man hat sich dann festgelegt, das doch durchziehen zu wollen. Und zwar wurde hier gesagt, dass der Antrag 16 ein Solidarausgleich ist. Das ist erstmal falsch. Es ist ein Incentive-System, was Landesverbänden, die schon viel Geld einwerben, noch mehr Geld zuspricht. Es ist nicht gedacht, armen Landesverbänden Geld zu überlassen, sondern es wird halt einfach unter den Erfolgreichen das Geld verteilt. Es ist sogar ein Teil dabei, der komplett widersinnig macht und eigentlich diesen kompletten Antrag ein No-Go macht. Und zwar gibt es Landesverbände, die jetzt aktuell ähnlich viele Eigenmittel haben wie Parteienfinanzierung. Nach dem aktuellen System müssten, wenn wir zum Beispiel unser Stimmgewicht verdoppeln, weil wir bei der letzten Landtagswahl, sagen wir mal, nur 2% hatten, es gibt einige Landesverbände, bei denen war das so, und wir jetzt auf 4% kommen, dann müssten wir, um weiterhin Empfänger zu bleiben, auch unsere Spendeneinnahmen verdoppeln, was in einigen Landesverbänden, das kann ich zum Beispiel in Sachsen ausschließen, einfach nicht möglich ist, vor allem nicht in der Nachwahlzeit. Das heißt, ein positives Ergebnis bei einer Landtagswahl wird mit Verlust von Parteienfinanzierung bestraft. Das ist in diesem System drin. Das ist eigentlich an sich schon ein No-Go. Weiterhin gibt es den Fehler, dass Gelder in einen Topf eingezahlt werden.